Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Und zwar habe ich gestern schon ein Video gemacht. Da habe ich ein Fanpaket gekriegt von Inge und Heinz. Ja, und da an Odins Test. Und da habe ich dann gesehen, dass sie neue CD draus haben. Die hießen früher Inkompetent. Und das ist meine absolute Lieblingsband aus meinem Umkreis hier. Also weil die kommen hier von hier. Aber ich höre die echt gerne. Und da habe ich mir jetzt gekauft, praktisch, da haben sie so ein Fanpaket, müsst ihr mal auf der Seite gucken, die werde ich euch unten drunter verlinken. Die MP3-Downloads könnt ihr auch bei Amazon bekommen, werde ich euch auch unten drunter verlinken. Und da habe ich gesehen, zwei CDs, ist eine alte CD da und eine neue CD. Und die habe ich gesagt, bei der neuen CD stand ein Preis da, also konnte man einzeln bei Amazon, ich habe mich dann gemeldet, sage, ich will die als Retail-Version für einen Schrank und so. Und dann haben sie gesagt, ja, auf unserer Webseite. Und dann habe ich dann nochmal geschrieben, ja, die andere will ich auch, da steht kein Preis. Und jetzt habe ich das alles gekauft. Jetzt werde ich euch mal nach unten machen, jetzt können wir hier schön auspacken. Haben sie extra schön für mich verpackt. Da ist halt, kann ich euch auch zeigen, da ist für 25 Euro kostet die eine CD, also die neue, kostet 25 Euro. Da kriegt er aber auch ordentlich was mit bei. Ich zeige euch das gleich mal. Auch mit Konfetti alle drum und dran. So. Muss ich aufpassen, sonst saue ich mir meinen Tisch hier gleich wieder ein. Ist noch mehr drin, ne? Wartet. Kommt noch mehr. Keine Angst. Ja. Sandra, das ist echt toll mit den ganzen Zeug hier drin. Macht sich aber beim Unboxing gerade echt bescheuert. Och, eine lila Tasche. Naja. Kann ich die lila, mal Frage an Sandra, kann ich die auch, ach, da steht auch Inge und Karl-Heinz drauf, kann man die auch in eine schwarze tauschen? Weil lila ist jetzt nicht so meine Farbe. Aber okay. Da muss da, ist da noch was drin? Ja, da. Na, komm her. Ah, ist noch was? So, das müsste gewesen sein, sonst ist da nur so Zeug drin. Was jetzt hier kreuz und quer bei mir auf dem Tisch liegt. So. Also mit Liebe verpackt. Also wenn er das bestellt, kriegt er so ja mit Liebe verpackt. So. Nicht nur so ein 0815 Paket. So. Dann haben wir mit bei. Ich werde jetzt erstmal alles, warte mal, die neue CD ist das. Musik zum Möbel aufbauen, genau, das ist die alte. Also, ich will euch das nur mal zeigen, was ihr bekommt. Ihr bekommt, wenn ihr die nicht als MP3-Download, sondern als Retail-Version nehmt, gibt es die halt ein T-Shirt, die CD logischerweise und eine Autogrammkarte der Band gibt es auch noch dazu. Könnt ihr das sehen? Ja. Und alle haben so unterschrieben, da lauter Unterschriften. Cool, oder? Ich finde das geil. Und ich habe auch gesagt, ich möchte auch auf der CD Unterschriften, haben sie mir netterweise auch auf der CD-Hülle Unterschriften gegeben. Und dann ist hier auch nochmal so ein Flyer mit bei und wo sie auftreten am 16.4., ach schon vorbei, am 14.5. in Dachhausen. Dachhausen kenne ich nicht mal. Spreewald Rock Festival. Okay, wird wohl im Spreewald sein, so wie es aussieht. Am 3.6. in Luckenwalde Turmfest. Ach, da ist schon wieder Turmfest. Am 24.6. in Görlitz. Bad Test Open Air. Keine Ahnung. Rock im Grün in Berlin. Am 30.7. Am 20.8. in Königs Wusterhausen. Bergfunk Open Air ist ditte und am 23.9. Ostritz. Nässe, Metal, keine Ahnung, kann ich nicht lesen. Und am 2.10. wieder in Berlin beim Blackland. So, das bekommt da halt alles mit dazu. Und ich habe, und glaube die CD-Tasche, die Handytasche ist Uni.
Also sollte für jeden passen. Die ist halt auch mit bei. Da steht auch Inge und Heinz. Und dann kann man das hier aufmachen. Und dann kann man da sein Handy reinstecken. Meins ist jetzt gerade in der Ladestation, aber für das Auto ist das gut. So, und dann habe ich natürlich auch die alte CD, weil die habe ich noch nicht gehabt. Da sind 4 Lieder drauf. Da ist jetzt hier drauf Inge und Heinz. Ein erste Mal, was? Erstmal Lehen. Erstmal Lehen? Ja, die sprechen, die Lieder heißen so wie ich quatsche. Braucht euch nicht wundern. Obst und Gemüse. Also könnt ihr mal sehen, das ist die erste Scheibe. Und auf der neuen, die haben auch immer tolle Titel, Musik zum Möbel aufbauen. So heißt die Scheibe. Da sind 14 Lieder drauf. Ich habe noch Bonustracks. Nee, doch 14 Lieder. Ja, mit Bonustracks. Und die Bonustracks, da ist mein Tonne. Ich habe jahrelang drauf gewartet. Ich habe jetzt endlich mein Lied Tonne. Das finde ich so geil. Döner vor On. Döner vor On. Liebe. Abitur. Was? Ich will nicht mehr ich sein. Kutsch, 20 Jahre, geil, Hund. Ah, Döner for One, da bin ich mal gespannt. So, und dann haben wir auch den Innenleben. So, da ist die CD. Jetzt packe ich aber auch mal Obst aus mit euch. Die werde ich mir jetzt natürlich gleich erstmal in MP3 auch umwandeln und mir in meine Amazon Cloud ziehen. Und natürlich auf eine CD brennen. Weil die Originalen, die lasse ich natürlich zu Hause. Die nehme ich natürlich nicht mit. Bin ja nicht doof. So. Und dann mache ich mir eine schöne MP3 mit Inkompetent und Inge und Karl-Heinz. Nee, ich sage immer Karl-Heinz, Inge und Heinz heißen die. So. Und ist auch nicht schlecht. Die ist auch cool. So weiß gehalten. Ne, da sind so 1, 2. Achso, nee, das sind die Leute. Sandra Draschen. Ja, okay. Hihi. So, ihr seht einen glücklichen Odin. Ach, wir werden auch noch mal. Da muss ich mir noch einen Bilderrahmen gucken. Ich hab keinen Bilderrahmen mehr in der Größe, dass ich die Unterschrift nicht verdecke. Da muss ich mir dann echt noch mal was einfallen lassen. Muss ich mir noch mal einen neuen holen. L. Schwarz. Gucken wir jetzt mal uns das T-Shirt noch an. Von Inge und Heinz. Ich habe Inkompetent hat ein T-Shirt gehabt, ein offizielles. Das habe ich auch. Ich habe auch 3 CDs von Inkompetent. Also 3 offizielle. Den Live-Mitschnitt habe ich. Also das ist eine inoffizielle. Und die DVD habe ich. Also ich habe eigentlich alles. Und jetzt habe ich das von, wie sie jetzt heißen, habe ich auch alles Neue. Also ich bin da auf dem laufenden Stand. Ich habe auch gesagt, wenn was Neues ist, ich will als erster Bescheid haben. Und auf jeden Fall können sie, ja, was das ist, eine CD, DVD oder so, gleich immer wegpacken. So. Inge und Heinz. Brutal, hart, Schlager. Oh, nicht schlecht. Das ist doch geil. Inge und Heinz, brutal, hart, Schlager. Geil. Ja. So. Und da habe ich auch schon wieder ein neues T-Shirt. So. Ich werde jetzt erstmal anfangen, mir alles schön auf meine Festplatte zu ziehen. Und dann würde ich mich jetzt erstmal bei euch verabschieden. Ich hoffe, hat euch gefallen. Hört mal rein bei Amazon. Ich glaube, kann man auch Probe hören. Und auf der Webseite ist das neue Lied als Video. Das werde ich euch mal verlinken. Die Webseite, ich werde auch die YouTube-Seite von Inge und Heinz verlinken. Da müsst ihr mal reinhören. Dann wisst ihr, was ich auch manchmal so höre. Oder oft höre. Ja. Mal mehr härter, mal was weicher. Kommt immer drauf an. Aber das ist eine von meinen absoluten Lieblingsbands. Ja. Ich verabschiede mich jetzt aber wirklich. Ahoi. Sagt euer Odin.